Kanzlei Kochshow wird gesponsert von peach.ch. Mit Druckerfarbe kräftig sparen. Heute haben wir Kochshow Nummer 71 mit Christopher Gucko. Genau. Und guten Abend. Guten Abend. Und heute gibt es etwas Urschweizerisches, gell? Ja. Und zwar? Alpenmakrone. Elbler-Makrone, sagt man gerade. Wieso man Makrone sagt, weiß ich nicht. Und wir haben da gar keine Makrone, wir nehmen nur Penne. Weil die haben keine Karte. Aber das kommt ja nicht groß drauf an. Ja. So, jetzt. Wir brauchen Zwiebeln. Zwiebeln. Speck. Speck. Dann, Reibekäse machen wir mit dem da, gell? Ja. Gut. Dann machen wir, wie soll ich noch andere Käse kaufen? Also, ja, schauen. Sicher zu aber tun wir noch. Sie ist auch Pizza gerade fressen. Also, okay, dann Butter. Ja. Dann sicher Rahm, oder? Ja. Und Speck, oder? Ja, also, Speck tun ich auch immer drin. Man könnte auch oben draußen die zum Teil geröstete Zwiebeln, gell? Ja. Ja. Ups. Und wichtig ist Erdöpfel. Und Erdöpfel, genau. Da haben wir die Raclette-Erdöpfel genommen, weil die einfach. Nein, macht doch nicht. Erdöpfel genommen, die Raclette-Erdöpfel, weil die einfach schnell gehen, gell? Ja. Genau. Sehr gut. Also, Gucki, erzähl, wie geht es? Also, zuerst will ich ja wieder rüsten. Also, Misoplas machen. Zuerst will ich Zwiebeln. Schneiden. Jawohl. Verschneiden. So. Das spielt keine Rolle, wie es aussehen, wie Würfel oder so. Ja, kannst du, ja. So, oder? Da habe ich extra in die Spaghetti-Pfanne Wasser reingefüllt. Das tue ich hier noch schnell verheizen. Da tue ich nachher schnell die Penne drinnen kochen. Jawohl. Ganz kurz. Ja. Also jetzt, genau. Die Butter nimmst du zum Die Form natürlich einfetten. Ja, genau. Okay. Ich werde schnell vorbereiten. Also machst du das jetzt zum ersten Mal. Und jetzt hast du mir auch vorher erzählt, oder? Ja. Es ist eigentlich, also, es ist ja eigentlich auch so ein bisschen, habe ich das Gefühl, das ist wie Raclette und so. Also, wir sind früher noch die Schweizer, weil die machen Käse gegessen, wenn es gefunden hat, Abwechslung jetzt Raclette gemacht und dann haben sie mal das Käsefondue gemacht und so. Und du hast aber gesagt, deswegen auch im Militär gäbe es das viel, gell? Ja. Warum? Das ist einfach, zum Beispiel jetzt Herdöpfel ist ein Grundnahrungsmittel, Teigwaren auch, ist lang haltbar. Und günstiger, oder? Das ja, Militär günstiger. Wird günstiger wert, oder? Ja, da ist meine Trauerklecke in St. Kreuz, ja. Was, jetzt einfach kurz hast du das mal bekommen? Sie hat Raclette genommen, ja. Wer? Unsere Tochter. Ah, die Tochter? Hier ist Jasmin? Ja, genau. Ich wusste. Ah, der. Also dort hättest du es auch gegeben. Ja. Okay, habe ich nicht gewusst. Ja. 31 Stutz. Wo der Gott? Im Hotel oder Restaurant, oder? Auf der Ski, also bei der Ski. Ah, bei der Ski bist du drin. Stimmt, dort aber recht. Ja, wir haben die Terrasse. Es ja. Ist das gibt es auch, das stimmt. Also eben auf der Alpe, oder? Du heisst auch Elbler? Makrone. Ja, also der Alpe hätte sich auch gegessen, oder? Also das ist einfach wirklich vorne, also arme Leute essen und heute... Ja, es ist eigentlich... Wenn man so Zutaten anschaut, wie Herdöpfel und eben Teigwaren... Das ist jetzt günstig gewesen, also überall in jedem Haushalt. Wenn wir jetzt den Wein noch abziehen von heute, dann hat das alles zusammen 28 Franken. Ja. Ungefähr 30, also rund 30 Stutz so, wie das kostet. Das ist aber, wir hätten noch einen günstiger, oder? Also das teuerste einfach im ganzen Zeug ist der Käse. Ja, der kostet immer 5 Stutz, der Ur Campanano. Hast du den denn noch gekauft? Ja, das habe ich gemacht. Ja, ja, dann hast du nicht mehr offen. Im Kopf wäre er natürlich teurer gewesen. Ja, der Kopf hat auch nicht mehr offen gehabt. Ja, aber da ist einiges teurer. Ja, dann gibt es wahrscheinlich auch nicht den Gran Padano. Ja. Jetzt habe ich wahrscheinlich den. Parmigiano, der ist noch teurer. Parmesan. Ja, und der Parmesan, den muss eben von. Ja, was ich wissen, aber Parmesan kann nur, kann nur von dort kommen, wo er halt herkommt. Gell? Ja. Der kommt auch nicht von Parma Schinken, das ist der Schinken, der von Parma kommt. Parmesan weiß ich nicht, aber es ist. Ja, Italien. Oder? Ja, genau. Ich denke es. Gut, also. Zwiebeln aufziehen. Jawohl, jetzt Herdöpfel. Herdöpfel nicht. Die brauchen nicht lang. Backe Herdöpfel, brauchen nicht Licht. Also, ich tue mir einfach die Würfel schneiden. Jawohl. Und der ist ja lange im Backofen drin. Ah, die tust du vorher gar nicht vorkochen? Ah.
tue ich einfach Würfel schneiden. Ah, du tust dir schälen? Ja. Ich schälen. Das ist interessant, also hier haben wir eigentlich so gekocht mit der Hut. Das ist ein riesiges Teil. Ja, und der Elie tut immer schälen, wie auch immer. Okay, also. Ja. So jetzt. Messer sind der Elie und der Schäler. Der Schäler? Ja. Ja, klar. Oder Schäler. Ich hatte den Koch schon abbrechen. Ja. Schäler gefunden, aber nicht der richtige. Ja. Also das ist ein Mysterium. Wir haben schon unterbrechen, weil der Schäler schon weg ist. Der Schäler ist weg und jetzt haben wir so einen billigen Plastik-Scheiß. Ja, Gott, ja. Gut. Plastik ist ja nur der Halter ist Plastik. Da vorne, vorne, also da vorne muss ja Metall haben. Also nachher suchen wir diesen Schäler. Den wissen wir ja schon. Aber jetzt gut, ja. Wir nicht gerade. Nein, jetzt sind wir gerade wieder fertig. Jawohl. Das war nicht lang. Schäler? Ja. Aber man hätte es jetzt auch können nicht geschält machen, oder? Das wäre nicht so klassisch. Ja, aber ich tue immer die Erdöpfe schälen. Außer Außer Raclette-Erdöpfe. Was steht denn da drauf? Raclette-Erdöpfe. Ja. Ist egal. Du bist der Koch, du machst Wurst. So. Ja, machen wir den letzten und jetzt machen wir den auf. Der Woche. Genau. Schäler? Musst du auch versteckt werden? Mein Essen. Schäler, ich muss noch einmal schälen. Wie denn? Du hast mich mit dem Messer verrückt. Ah! Wo haben wir da? Ja, mit der Schere hast du mich belohnt. Also. So. Gut. Weiter geht's. Backofen noch bitte auf, falls also ja, noch zwei Minuten hat. Also, ich will nicht sagen, wie es geht. Machst du es selber? Nein. Ich komme jetzt. Wer ist? Ali. Das sind aber zwei. Ja, einfach im mittleren Stufe. Ja, also und, Stufe. Also auf 200 Grad, ne? Ja. Und das eine Blech drinnen lassen, das, das... Ja, genau. In der Mitte so. Ja, genau. Also das nervt mich. Ich mach jetzt so am meisten. Ja, also. So, dann so. 200 Grad, okay, bestätigen. Also, okay, weiter. Ich hab fertig. So, das sind die neuen Peach-Karten, oder? Die Product Placement machen. Ja, Kollege, die sind gut, oder? Die sind nicht schlecht, oder? Ihr werdet sie so, oder? Und wer die will, gell? Der kann eine Private Message schicken auf Instagram, Facebook oder wo immer. Und dann kommt er dir über, oder? Wir haben eine Übung gemacht, 100 Stück. Das sind schöne, also. Wir haben das schon interessant, wir haben es extra so gemacht, weil niemand läuft gerne als Werbeträger rum, weil es sind wirklich schöne, oder? So Golfercaps. Oh, das ist nicht so schlecht, oder? Ja, ja, was würdest du da anlegen? Ja, ja, ja. Du weißt, was das Beste ist. Er hat mir schon erzählt, gell? Und ich die Kappe verteilt habe, am nächsten Morgen hat einer Saud und da am Bahnhof mit einer Peach-Kappe. Es hat keine gute Werbung. Was weiß ich, was es ist. Also ein paar verschenkt am nächsten Morgen zusammenheißen. Und einer hat gesagt, Andi Jordan, glaube ich, war, der hat im Grunde auch gesagt, du hast nicht so gute Werbung. Der eine hat sauer Mais gemacht am Bahnhof und dann sind die ganze Zeit mit so einer Peach-Kappe rumgelaufen. Blöd, oder? Also ich bin ja nix, da tue ich einfach die Erdöpfel. Jetzt die Würfel schneiden. Die Teigwaren habe ich jetzt schon dritt. Einfach in heißes Wasser und dann aufkochen lassen. So. Also, genau. Jetzt tust du dir Ebbe. Aha, Teigwaren, die musst du schon vorkochen. Ja. Teigwaren direkt drauf geht natürlich nicht. Der Erdöpfel geht. Ja. Vor allem die, oder? Die gehen ja schnell. Ja, die gehen schnell. Jetzt gibt es ja da irgendwie so, gibt's eigentlich zwei verschiedene Erdöpfelsorten. Ja. Mehl kochen, wer ist die? Ding, aber. Also die zwei verschiedene. Eine. Hart, also. Hart und weich kochen, was sind das wahrscheinlich? Das sind weich kochen. Das sind weich kochen bei dir oder so. Es sind ja im Prinzip einfach junge Erdöpfel, oder? Die nimmst du einfach vorne aus dem Boden, denke ich.
Ja, andere Sorte. Ja, oder, sie, oder wenn sie länger Dinge ausschaut, größer. Aber ist einfach eine andere Sorte, das weiß ich aber nicht. Wir sind ja schon mal gescheitert. Also da ist eine Sorte Erika, oder? Erika Eleniak, kennst du sie nicht? Von Baywatch, kennst du noch? Ja. Die erste Blonde, nachher ist sie ersetzt worden durch. Pamela Anderson. Das ist richtig. Das war richtig. Und mit wem ist Pamela Anderson zusammen gewesen? Ja, mit dem Tommy Lee. Ja, Pamela Anderson. Ja, hast du mal gesehen? Tommy Lee. Sie ja. hat Baywatch gemacht und dann hat sie noch ein anderes Video. Gibt's auch noch? Ja, nicht gewusst. Nein, hast du nicht gesehen. Ja, doch, kannst du schon sehen, aber es ist nicht so spannend. Ja, ja der Paul. Ja, ja. Das sind ja komische Dinge. Das ist so ein Home-Video und es ist einfach mega langweilig, oder? Weil am ersten Tag sind sogar die Hause mit dem Hund und so. Und dann kommt endlich der vierte Tag auf dem Schiff, oder? Pam und Tommy Lee hatten den ganzen Tag nichts sagen, sonst fliegen wir aus YouTube. So. Ja. Genau. Und dann, lustigerweise, hat er noch ein Ding mitgemacht, der Surfer oder der Megaprofi. Der hat auch dürfen mitmachen bei Baywatch, weil sie nämlich auch. Megaprofi? Ja, ja, der x-fache Weltmeister. Der Blond, oder? Ja, ja, der Herzog, ja. He was voted the cutest in high school. Wie heißt der nochmal? Keine Ahnung. Das ist schon so lange. Ja. Ja, und? Oh. Ja, nicht mit da lange, scheiß. Ja, wie heißt denn der? Was ist der Name? Ich weiß nicht, wie der heißt. Das ist jetzt blöd, dass du nicht weißt. Schau mal, das ist ganz interessant. Das ist der beste Topf da. Das ist wirklich gut. Das ist speziell für Nudeln. Kelly, mir ist eingefallen. Kelly Slater hat der Kasse. Kelly Slater. Und in Baywatch haben sie mir Slate gesagt, oder? Und dann ist er auch etwas nicht geschafft, die Frauen retten, oder? Auf dem Softboard und so. Also, nie wirklich Rettungsschwimmer gesehen, aber etwas nicht geschafft. Wir haben gerade keinen Wettbewerb gehabt. Kelly Slater. Ja. Ja, weißt du, schaust halt Männer, weil ich nur Frauen noch. Ja. Ja, man sieht ja beides, also kannst du gar nicht reden, oder? Ja, sie haben geile Frauen und geile Männer, oder? Ja, so. Jetzt wegen Carmen Electra. Ja, ja, doch, die ist auf, die da mitmacht. Später mal. Carmen Electra. Also ist folgendermaßen, Erika Eleniak war die ersten zwei Staffeln. Und der Billy Warlock ist ihrem Freund gewesen, im Prinzip. Und dann ist Pamela Anderson gekommen. Und dann habe ich eben den Überblick verloren. Und dann hat es immer noch die Rettungsschwimmerin, die wirklich Rettungsschwimmerin war, das war überhaupt nicht schön. Ja, die mit der kurzen Haare. Und dann hat es noch den Michael Newman gegeben, der war wirklich Rettungsschwimmer. Das war auch nicht hübsch. Sie haben einfach immer geschaut, dass zwei wirklich Rettungsschwimmer dabei sind. Der Rest war nur irgendwelche Blödsinn. Und der Ding war ein Herzig, der gekommen ist nachher. Matthew. Ich weiß nicht, wie der richtig heißt. Ich weiß nicht mehr. Ah doch, David Chavez. So, jetzt haben wir bei Watch. Ja. Also bitte. David Chavez hat lange dafür geblieben, bis er auch irgendwann ersetzt worden ist. So, nachher ist ein Baywatch Hawaii gekommen. Da hat es nur zwei Staffeln gegeben. Und ich bin extra auf Hawaii mal und einfach gesehen, weil ich habe wieder so. Ich war noch niemals in Hawaii. Auf Hawaii. Ging nie durch San Francisco in zerrissenen Jeans. So. Ja. Wie geht es einfach mit seinem Großen, den wir noch vergessen? Ja, keine Ahnung. Hat sich auch gut. Der ist im Fall doch, er hat jetzt gewechselt. Der ist zuerst bei Sony gewesen, mit Telamo und jetzt ist er bei iGroove. Okay. Bei iGroove tust du dich nämlich selber managen, oder? Okay. Ob das gut kommt? Hat er nicht mitgewechselt? Nein, weißt du, das ist ja. Was? Das? Seine Manager? Ja, das ist mit Hex. Das ist kein Hex, das ist kein. Nein, Astrid, falls du sagst, nein, das ist gar kein, das ist ganz liebe. Astrid Handleichen. Von der Hand. Ja. Das ist kein Hex. Also, ja. Vielleicht mal das sexy Mann, ich muss vom Schiff, wo sie sind. Okay. Ja. Ist aber ich jetzt ganz weiter. Das könnte auch passen vom Alltag. So, also jetzt aber, jetzt können wir mal. Aber wieder zum Kochen? Ja. Jetzt müssen wir schnell warten, bis die Pfanne durch sind. Jawohl. Schon kontrollieren. Die müssen ja auch nicht durchgekocht sein, gerade. Geht genau noch 5 Minuten. Jawohl. Alles gut. Ja. So. Nein, habe ich vorhin gesagt. Weißt, es ist ja immer es ist praktisch ein Label, oder? Zuerst war ich bei Sony BMG und nachher, dieser Mann, oder? Blaue Augen. Telamo. Die zweite zwei Alben hat er mit Telamo gemacht und jetzt ist er bei iGroove. Dann macht er alles selber.
Und das hat er noch nicht, nicht mit dem Label zu tun, das ist seine Managerin. Okay. Ja, natürlich, ich nehme alles, was ich noch habe. Und der Hund wahrscheinlich auch noch, Britney. Der hat schon mal dafür heben. Okay. Ich habe halt nur, er ist zwar vor mir gestanden am Konzert. Nein, ah, ja. Der Vincent Gross. Ja, am Konzert stand er. Ich habe ihm Hallo gesagt und Tschüss gesagt. Ja, schön. Ein Foto hast du gemacht? Auch. Ah, noch? Ja. Den habe ich aber gar nicht gesehen. Nein, die habe ich nie gemacht. Also, hast du alles gemacht? Hast du alles gemacht? Nein, ich habe es kein gemacht. Jetzt hast du vorhin gesagt, hast du alles gemacht? Nein, ich bin nicht dazu gekommen. Sorry. Also, ja, du bist noch gleich. Eine verpasste Chance, oder? Es kann ja nur noch einen Schönen geben auf dieser Welt, oder? Und dann haben wir auch. Ich. Nein, ja, aber es war ein gutes Konzert. Gell? Ja, ja, es war selber im Tonwerk. Das erste Mal nicht im Podcast, zweimal. Ja, da bist du doch alle gesehen, ja? Ja, genau, ja. Wie hast du einfach vorne ausgesehen? Hast du so volles Haar gehabt und so? Nein, die Frau war ja noch da gewesen, da. Ah, die Schönheit hat die Tochter von der Frau, weil du hast sie ja noch. Freundin vom. Von der Freundin. Der Witz ist ja. Da ist ein Schöner, ihr Böen, da ist er. Ah, Freundin vom Ralf Leirer, ja, Vanessa. Da ist, ich hab den Schöner gefunden. Er ist gerade vor dir. Ja, da ist ein Kollege vor dir, der Masse. Jetzt so eine Penne, schnell abkippen. Da tue ich schon bereits da in die Farm rein. Die sind jetzt schon verzehrt fertig oder du hast jetzt extra auf die Fröhler gesehen, dass... Ja. Ja, gibt's die Fröhler. Also die sind jetzt ein bisschen mehr wie Aldente. Also noch nicht Aldente. Ja. Genau. Gut. So, und jetzt? Sollen wir den Herd abstellen? Ja. Gut. Ja, dann machen wir hier offen. So. Gut. Ja. Also. Jetzt. Dann noch eine Herdöpfel. Ja. Verzierung, oder? Dann ich einfach immer drunter mischen. So. Eben drunter, nicht einfach drauf. Oh. Nein, nein. So, ja. Ah, jetzt mische ich alles übereinander. Ja. Sehr gut. Ja, wir sind eine gute Zeit. Kurz mehr, also heute machen wir, wir haben ja gesagt, wenn es jetzt wieder schaffen, dann kochst du 130 Minuten, schaffen wir wieder. Weil ich jetzt, sind wir, glaube ich, ja, also wir werden es unter einer Stunde schaffen, zum Glück so. Dann bin ich einfach ganz vorsichtig. Ja. Schnell runtermischen. Bist du vorsichtig? Ja, also ja, ich sehe, plötzlich fliegt etwas am Boden. Ja, das hast du schon geschafft vorher. Ja, aber das passiert immer eigentlich. Ja, das... Ja. So, jetzt nächste wäre Zwiebeln. So, okay. Ja, Zwiebeln, ja. Ach, stimmt, du bist ja auch mit dem Großkonzert. Ja. Also, du bist nur gesehen, was ich gesagt habe, oder? Du bist auch mitgegangen. Er ist sogar vor mir geguckt, ja. Ist er bis am Tisch geguckt sogar, gell? Ja, ich kann. Nein, ja, das ist schon zu hören. Vanessa, heißt es. Ein Kind. Ja, die haben schon einen großen Fan. Ja, das dürfte ich nicht. Ja, das nächste natürlich. Speck. Ja, Speck, ja. Das ist halt unter Misch oder was? Ja. Aha. Ja. Das sieht auch lecker aus. Wie lange muss denn das nachher in den Ofen eigentlich? Ich tue immer 40 bis 50 Minuten. Ach, doch so lang? Ja. Also so musst du noch Geduld haben. Aber Qualität braucht immer Zeit. Ja, ja, das ist so. Der Ofen ist jetzt schon auf 187, bis du fertig ist, schon auf 200. 250 in 40 Minuten? Nein, einfach 200 mal vorheizen und dann auf 180 abstellen. Ja, ja, und dann braucht es wirklich noch 40 Minuten, meinst du? Ja. Weil die Teigwaren sind ja schon vorgekocht und... Ja, dafür brauchen wir den Ofen so lange. Also wir haben ja einmal, weißt du noch, einmal ist ganz komisch, sie haben Herdöpfe verkauft im Denner, oder? Offenbar eben die... Ich bin unschuld. Ja, nein. Nein, wir haben sie nicht weggebracht. Nein. Wir haben die eben eine Stunde lang, die sind nur steil angesehen. Also komisch, die hast du auch nicht umgebracht, die Herdöpfe. Das sind ja nicht die Weichkochenden, sondern die Hartkochenden. Das sind einfach die schlimmsten Herdöpfe. Du hast jetzt schon zurückgegeben. Ja, wir haben echt alles probiert, wir haben noch in den Ofen gesteckt, dann haben wir noch mit Wasser, es ist noch nicht gegangen. Wir haben alles probiert. Ja, und haben wir sie vorgehört. Wir hören auch nirgends vor, die haben echt vorgehört. Schnauze voll. Jetzt wundert mich mal etwas. Speck, das ist ja ein spezieller Punkt von dir, oder? Ja. Ah. Sowieso. Ja, ich glaube, sehr geil. Speck kenne ich einfach vom Rezept her. Ah, jetzt am Piepst, da ist doch 200 Grad, du hast es geschafft. Jetzt soll ich natürlich zuerst noch schnell würzen. Mit ja. Pfeffer. Ja. Aroma hat aber da mal nicht, oder? Nein, aber Salz. Salz. Sicher mal Pfeffer ordentlich. Salz, ja, nur schauen wir mal. Also, willst du Spezialsalz oder? Nein, Salz habe ich nicht oben. Ja, aber das ist nur noch. Der brauche ich. Der Türke hat nur noch 15 Salz.
Da hat's ja. Ja, ja, ja. Das ist noch was. Ja, so. Also, okay. Da tue ich mit der Hand. Auch wieder mitkommen. Ja. So drücken. Ja. Jetzt hast du erzählt, das Zwiebeldinge. Ja, Zwiebel habe ich alles erklärt. Und der Rahmen? Warte mal schon. Aha. Ja. So ne. Ja. Salz drin. Ja. Nicht sparen. Ja, du siehst schon. Das dann heisst, der Kochsack verliebt, wenn es nachher Zeit läuft. Ja, war. Entschuldigung, dass ich jetzt verliebt bin. Also. Wo ist denn der Käse? Da habe ich da. Nein, da. Das ist ein Klöster, den ich auch also. Jetzt tue ich natürlich den Rahmen noch drin, da wo du gefragt hast. Ja, da habe ich gefragt. Aber ja, machst du den wirklich jetzt? Ja, dann mach ich mache den Rahmen drin. Ja. Dann kommt nach alles im Backofen. Alles? Ja. Ich muss noch den Käse natürlich drauf streuen. Ja. Das ist nämlich geil, dringend. Den mache ich sonst. Ja. Ich bin ja super toll. Ja, das ist mega geil. Das kenne ich eigentlich hauptsächlich von der Santa Lucia. Vor allem ist der Käse auch mega gut. Ja, der ist auch mehr frischer. Da kannst du auch so drüber. Oder? Und da jetzt im Santa Lucia, das ist ja leider zu, weil es umgebaut wird im Moment gerade. Die haben das immer auf dem Tisch und dann kannst du da frisch in den Ding nicht. Die haben die Größe, oder? Wenn sie gekauft, hast du glaube ich Mikro geholt, gell? Ja, lange das schon, oder was? Ja, nein, einfach nicht okay. Sparen. Einfach nicht sparen, okay. Nicht sparen, na gut. Und dann kommt meine Spezialversion. Am ja, Schluss tue ich Schluss, eben noch das Bratspeck ja. Drauflegen. Ja. Und dann können wir noch von innen tun. Aha. Oh. Das ist schon sehr schön. Ja, noch mehr. Ja, okay. nicht spannend. Richtig spannend. Nee, schon mal, ich kann nicht machen. Meinst du, mit dem Dienst gleich? Ja, wohl, gut gesehen. Nein, das ist nicht so. Ja, nicht zu große Stücke machen, dann stehen sie. Ja, nicht, habe ich ja. Ja, das haben wir gerade vorher falsch gemacht. Oh, Gesundheit. Hast du jetzt ins Glas reingenießt? Nicht sparen! Ja, ich bin dran, bin dran. Aber erst noch streng, die blöde Waffel da. Nächstes Mal war für vollautomatisch. Ja, wahrscheinlich gibt es schon. Bei den Italiener war ich nie. Auf Amazon. Ja, wahrscheinlich jetzt der Chinesen noch von. Der Italiener macht es noch so und der Chinesen hat noch was. Brauchst du noch mehr? Was? Was schon? Wir müssen das Gericht da irgendwie tauglich machen, oder? Ja, Reibekäse. Sag mal einmal, wenn ich in den Reibekäse eingesetzt habe. Ja, ja, musst du sehen, ist das nicht, oder? Nein, der isst immer was. Also. Ja, das ist ein gutes Essen. Stimmt, ja. Ja, nach einem 5 Euro, wenn du kein guter Essen hast, hast du noch nie gehört. Er kann auch gut kochen. Ja, es geht auch Kochstab mit Elil. Ja. Ja, hast du es mal gesehen? Ich weiß gar nicht, was hast du euch damals gekocht? Nee. Nach meinem Geburtstag hast du nämlich was gekocht. Ja, Pulle. Pulle, ja. So, aber ja, man muss sicher mal gesehen. Du bist schon verfangst, ja. Also gut, ja, Hunger ist der beste Kocher, aber wir sind auf dem Ausgang gekocht. Es war eine Überraschung, dass du gekocht hast, oder? Geburtstagsessen hast du gefunden. Ja, kochen. Also, du kannst kochen. Mehr soll ich auch. Hätte aber Erfahrung, wie man Ding macht, Rösti. Ja, das hat man gesehen, der Koch schon. Leider haben wir sie noch nicht gefilmt, weil es ein Pilotprojekt doch, war. Doch, wir haben es gefilmt. Also, ja, nur kurz sagen. Doch, es geht schon. Aber Also nicht, wo es am Boden liegt. Die ja, ich weiß doch, doch, das gibt es auf YouTube, doch. Das ist Kochshow Nummer 21 oder 20 oder sowas. Das ist nicht mit mir gesehen. Naja. Wir haben ja auch Berner Rösti mal noch gemacht. Nein, Berner Rösti, das sind normale Rösti gewesen. Der Berner Rösti hat Dele nicht gemacht. Die haben noch andere Dele jetzt so wie der Kehre, oder? Genau, ja, genau. Doch, doch, das ist mal passiert, ja. So. So, jetzt ist genug. Jetzt soll ich nochmal schnell. Ja. Sollen wir noch so ein bisschen Raclette-Gewürz drauf machen? Ja. Du kannst immer auf verschiedene Gewürzsachen drauf tun. Ja, Raclette-Gewürz noch nicht neu wieder noch. Wir haben es sicher mal kann, aber. Ja, wie. So. Paprika? Oder was? Hm? Paprika?
Raclette-Gewürze und Paprika drinnen. Ja. Paprika, Curry? Ja, ich liebe Paprika-Gewürze. Soll ich ganz rasch abdrucken? Also ein bisschen von dem kann man schon Paprika essen. Wenig. Ja. Dekoration. Ja, das merkst du nicht groß. Das passiert nur. Das sieht lustig aus. So. Curry auch? Nein, Curry hätten wir. Das ist jetzt nicht so Curry. Ja, Raclette-Gewürze. Ich tue jetzt einfach noch Speck. Ja. Tranchen. Schnell drauflegen. Gibt Aroma von oben, oder? Jawohl. Ist recht salzig. Ich habe gefunden. Ja. Doch, wir haben noch Fondue Raclette. Das passt sicher. Bist du da? Ja. Ich schon relativ gut gefunden. Ja, egal. Also, okay. Ah, so machst du das? Ja. Das ist jetzt auch Variante Gucca, oder? Ja, da habe ich eigentlich letztes Mal auch so gemacht und alles. Ah, letztes Mal hast du noch gar nicht gemacht? Doch. Wo? Nicht da? Ja, das ist nicht da gewesen. Mhm. Hey, ich sage, da hast du noch nie gemacht? Ja, nein. Wo hast du das letzte Mal gemacht? Im Meteor? Ja, nein, da habe ich gefällt. Ja, ich tue eigentlich... ich tue gerne so militärisch kochen. Da ist, ja, du bist ja... Das mal geblieben. Ja, bleiben ja, eigentlich. Was bist du für ein Rang nochmal? Oberstleutnant. Ist das... Was kommt noch, oder? Ja, nachher kommt Hartmann. Hartmann? Ja. Ja, was bist denn du auch für Militär? Soldat. Soldat. Hast du der Hitler mal gesehen? Ist Gefreiter. Ist der mal gesehen? Gefreiter. Das ist aber gedacht, das ist ein Großleiter. Du bist ein Ute. Du bist auch nicht Soldat. Allein, du bist gesehen, gell? Zwei Wochen. Ja. Wie lange hast du durchgehalten? Drei Wochen. Nee, Wochen. Nein, Wochen. Wege? So. Wieso? Hm? Ist so schön. Ja, ist gut. Ja. Was soll denn das? Also ich nein, aber weißt du, was wichtig gemeint? Du bist ja in der Schweiz gesehen, dann ziehen sie dich eben nicht mehr ein. Nein. Doch, die Deutschen, wenn sie in der Schweiz sind, werden nicht eingezogen. So, Cookie. Und ist jetzt? Ist das zu hoch? Ist das zu hoch? Dann haben wir. Jetzt haben wir heiß, aber. Ja, hast du mich befürchtet. Hast du gerade das Bockhändchen irgendwo? Ja, noch Menschen, im Zimmer. Ja, das ist schon nicht so heiß. Und dann geht es aber nicht, da wie rund. Das geht nicht. Muss ohne Wand. Ja, lange. Das ist ein Schießtag da. Also, ey, kannst du mal finden. Also, wer sich da überleitet mit dem Rundumri da. Das geht einfach nicht, kannst du auch nicht drauf da. Also, hier leben. Ja. Und ja, jetzt. Du bist mir auf den Fuß gestanden. Ui, das ist nicht gut. Also, jetzt. Sonst geht die Wärme von uns. Jetzt geht es in den Ofen. Ja. Für sagenhafte 50 Minuten. Okay. Gut, dann machen wir jetzt einen Cut, oder? Und. Cut. Jawohl. Cut. So, Cookie. Wie sieht's aus? Ja. Dann nehmen wir jetzt die ganze Backform. So. Ja, wir kaufen mal zu lang. Ein Kollege, jetzt gibt's vergessen, oder? Ich weiß schon, da Schuhe, oder? Aber jetzt musst du kurz noch Geduld noch. Okay. Freust du dich? Ja. Hören Sie ja auch nicht zu viel. Also gut. Okay. Jetzt. Ja, gut, jetzt sind wir da. So. Wow. Jetzt sind wir noch ein Eisteller anrichten für die Kamera. Gell? Das machst du jetzt. So, spannend, oder? Wie geht das? Das ist wahnsinnig fein aus, ja. Dann darf ich jetzt mal schon mit dem Speck. Ja, muss ich jetzt. Ja, so springst du nicht. Ja, jetzt ist es schon immer so schön aus, oder? Also, ja. Aber eben Qualität ist schon ausgehend. Genau. Gut. Und dann tut man einfach noch die Rahmen drauf, glaube ich, am Schluss. Ja, also der ordentliche Rahmen. Ohne Ehe, ist der natürlich. Ja. Ja. Aber wenn du es rausnimmst, ist alles gedrängt. Ja, ja, das ist schon so. Ja. Und dann tust du noch so einen Speck dann oben drauf praktisch. Ja. Ja. Dann ich einfach mit der Hand. Ich habe vorher die Hand gewaschen. Ja, dann mache ich immer ein Stück Speck in Lagerelein im St. Moritz. Aber wieso bist du nicht mehr in St. Moritz eigentlich? Von der Tochter hast du schon erzählt, sie hat das da gegessen. Ja, Das war die Kochshow Nummer 71, gell? Ja. Genau. Und jetzt gibt es wieder Pause, gell, zum Beispiel mit dir. Ja. Dann schauen wir, wie wir weitermachen, gell? Also, ich wünsche euch einen schönen Abend und alles.